Auf einer Skala von 1 bis sehr gut, wie spannend war für euch die Paris Air Show? Wahrscheinlich eher überschaubar, oder? Es gab einfach gefühlt nicht so wahnsinnig viel Neues zu sehen. Alles das, was man gesehen hat, vor allem das, was man sich vor Ort auch wirklich angucken konnte, wenn man einer der nicht geladenen Gäste war, zumindest haben das viele von euch berichtet, das kannte man schon irgendwoher. Klar, es gab immer wieder Dinge, die optimiert wurden. Alles, was man schon kannte, wurde vielleicht etwas verbessert, aber wirklich große Neuerungen, das gab es dann tatsächlich nicht. Muss ja aber vielleicht auch gar nicht immer unbedingt sein. Neben einer großen Absichtserklärung über 200 Boeing 737 MAX trotz des Flugverbots für dieses Flugzeug kam eines der überschaubar vielen Highlights auf dieser Paris Air Show vom europäischen Flugzeugbauer Airbus. Denn die zeigten dort den A321 XLR. Und was der kann und warum das jetzt endlich mal ein richtiger 757-Nachfolger ist, das schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen und ganz entspannten Video am Sonntag. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, die Fluggesellschaften gaben sich begeistert. Und weil sonst auch nicht so wahnsinnig viel Spannendes passierte, mauserte sich der neue A321 XLR, also eine nochmals gestärkte, nochmals reichweitenverlängerte Version des A321, mal ebenso zum Objekt der Begierde in den vergangenen 7 Tagen. Mit dem Standard-Rumpfflugzeug auf die Langstrecke zu gehen, das ist dabei natürlich schon lange keine Zukunftsmusik mehr. Beispielsweise TAP Portugal, die machen das mittlerweile mit einer Kombination aus A321 Long Range, A321 LR und dem A330neo vor. Diese Flugzeuge fliegen bei denen mittlerweile beide über den Atlantik, so wie man das halt gerade gebrauchen kann. Anderes schönes Beispiel und ebenfalls auf der diesjährigen Paris Air Show vertreten ist ein A321neo mit einer reinen Premium-Ausstattung, ausgestattet mit 76 Business-Class-Sitzen bei der Fluggesellschaft, ja, französisch bei der Fluggesellschaft La Compagnie oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Die nutzen ihr neuestes Flugzeug nur für die Verbindung zwischen New York und Paris und als 757-200-Ersatz, womit wir dann auch schon direkt beim Thema wären. Denn die Erwartungen, die der Hersteller selbst, aber auch die Fluggesellschaften, aber auch wir als stille Beobachter und potenzielle Passagiere immer wieder über die ganzen vergangenen Jahre an den A321 gestellt haben, war, dass sich das Flugzeug doch jetzt mal langsam immer mehr in Richtung Middle of the Market bewegt. In einen Bereich, den Boeing mit der 757 jetzt eine ganze Zeit für sich haben konnte. Allerdings haben die Amerikaner bis jetzt keinen vernünftigen Nachfolger hinterhergeschoben und es gab auch auf der diesjährigen Paris Air Show keine wirklich konkreten Informationen zu einer möglichen Boeing 797 oder zu einem New Middle of the Market Flugzeug, wie es bei Boeing ja noch ganz offiziell nach außen hin heißt. Ja, und das hatten sich doch einige Boeing-Fans von der diesjährigen Paris Air Show auf jeden Fall erhofft. Lange Rede, kurzer Sinn, ihr wisst ja, worauf ich hinaus möchte, die 757 altert. Boeing liefert keinen Nachfolger und gibt damit dem direkten Konkurrenten Airbus die Möglichkeit, Stück für Stück in diesem Bereich Middle of the Market vorzudringen, durch eine immer wieder gesteigerte Leistungsfähigkeit der A320-Familie. Und somit warten wir quasi einfach nur darauf, bis Airbus endlich die bessere 757 baut. Die Schritte, die aus einem Airbus A321 wirklich einen vernünftigen, funktionierenden 757-Nachfolger machen, die sind jetzt mit der Vorstellung des A321 XLR schon gar nicht unbedingt mehr an einer Hand abzählbar. Der erste A321, geflogen das erste Mal im März 1993, der konnte bis zu 220 Passagiere über eine Distanz von knapp 4500 Kilometer transportieren. Damit war man kapazitätsmäßig ein kleines Stück unterhalb der 757-200 angesiedelt und reichweitentechnisch, naja, hatte Boeing natürlich extrem die Nase vorn. Mit anderen Worten, amerikanische Fluggesellschaften, die mit einem solchen Flugzeug eventuell auf ihre längsten möglichen Inlandstrecken gehen möchten, die konnten mit dem damaligen A321 ziemlich genau gar nichts anfangen. Innerhalb Europas allerdings, teilweise als Airbus A300-Ersatz, da funktionierte der A321 aber natürlich ziemlich gut. Nichtsdestotrotz brauchte man für dieses Flugzeug eindeutig mehr Reichweite, um damit auch auf den amerikanischen Markt gehen zu können. Das kam dann im Jahr 1996 mit dem A321-200, der aufgrund von mehr Treibstoff auch mal ebenso knapp 1000 Kilometer weiter fliegen konnte, also jetzt gut 5500 Kilometer. Auch die längsten der US-Inlandsflüge sind damit kein Problem mehr für den A321, allerdings die Flexibilität, mal ebenso auch mal schnell über den Atlantik hüpfen zu können, das, was die 757-200 auf jeden Fall kann, naja, das ging mit dem A321 noch immer nicht.
Aber es geht ja weiter, auch wenn man auf den nächsten Schritt dann noch eine ganze Weile warten musste. Das war dann nämlich der A321neo, das erste Mal geflogen im Jahr 2016. Und auch ohne Vergrößerung der maximalen Treibstoffkapazität kann das Flugzeug aufgrund der deutlich effizienteren Triebwerke auch ein ganzes Stück weiter fliegen. Knapp 1300 Kilometer mehr Reichweite waren mit diesem Flugzeug im Vergleich zum Vorgänger jetzt möglich. Also mit dem A321neo erreichte man eine Reichweite von gut 6800 Kilometern. Die kürzeren Hüpfer über den Atlantik sind damit also schon mal kein Ding der Unmöglichkeit mehr. Nichtsdestotrotz, auch wenn diese Maschine deutlich effizienter fliegen kann als die Boeing 757-200, ein richtiger Ersatz ist das noch immer nicht. Der nächste logische, aber gerne mal vergessene Schritt ist dann die sogenannte Cabin Flex Option von Airbus. Denn der Platz an Bord des A321, der wurde lange nicht so gut genutzt, wie man das eigentlich hätte machen können. Als ehemaliger Flugbegleiter kenne ich die Boeing 757 und auch den A321. Und so schön der A321 ja auch sein mag, so viel moderner und an einigen Stellen auch einfach ein gutes Stück durchdachter als die amerikanische Maschine, die Boeing 757 bietet hin und wieder an einigen Stellen im Flugzeug doch einfach mal etwas mehr angenehmen Platz, den man hin und wieder doch mal wirklich gut gebrauchen kann. Und das ist Platz, den der A321 an seiner Tür vor den Tragflächen und an der Tür direkt hinter den Tragflächen auf jeden Fall verloren hat. Airbus optimiert das Ganze jetzt und schmeißt die Tür vor den Tragflächen raus. Ersetzt diesen Notausgang durch jeweils zwei Notausgänge pro Seite über den Tragflächen, so wie man das beispielsweise auch schon vom A320 kennt. Ja, und das funktioniert gut. Dabei sorgt diese Option nicht für mehr Platz im Flugzeug, denn es bleibt natürlich das gleiche Flugzeug, es bleibt ein A321. Allerdings sorgt diese Option für mehr Potenzial, für mehr Möglichkeiten und dann kommt es darauf an, was die Fluggesellschaften daraus machen. Und das macht das Flugzeug schon mal ein bisschen spannender. Es geht irgendwo ganz einfach natürlich um eine möglichst effiziente Raumnutzung an Bord dieses A321, ohne das eigentliche Flugzeug größer machen zu müssen. Und vielleicht auch noch ein ganz interessanter Punkt: Ein Flugbegleiter kann an Bord einer solchen Maschine maximal für 50 Passagiere aus Sicherheitsgründen zuständig sein. Das nur mal so als Gedanke in den Raum geworfen. Amerikanische Fluggesellschaften setzen in ihren Airbus A320 gerne mal ganz genau 150 Passagiere. Das ist gar nicht unüblich und das hat natürlich Gründe. Auf der einen Seite, weil die Kunden diesen zusätzlichen Platz verlangen, also normalerweise passen in einen A320, wenn man es drauf anlegt, etwa 180 Sitzplätze. Aber ein Grund dafür, genau 150 Sitzplätze im A320 zu verbauen, besteht eben auch darin, dass man diesen Flieger dann mit nur drei Flugbegleitern in der Kabine losschicken kann. Ein berühmtes Beispiel könnte dabei der US Airways Flug 1549 sein, die Landung auf dem Hudson River. An Bord des Flugzeuges befanden sich exakt 150 Passagiere, ausgebucht. Ja, und dann noch drei Flugbegleiter, weil mehr braucht man für diese 150 Passagiere nicht. Das hat man damit komplett ausgenutzt und natürlich zwei Piloten, also 155 Leute insgesamt. Ein einzelner weiterer Sitzplatz in diesem A320 hätte jetzt dafür gesorgt, dass man einen zusätzlichen Flugbegleiter hätte dabei haben müssen. So, und was bedeutet das jetzt für den A321? Naja, maximal gehen im A321 ohne diese Cabin Flex Option 220 Passagiere. Das bedeutet, mit vier Flugbegleitern geht das hier nicht mehr, da braucht man fünf. Aber dabei entfallen auf den fünften Flugbegleiter nur 20 Fluggäste. Diese sogenannte Cabin Flex Option, die bringt den A321 jetzt dicht an die Grenze von 250 Passagieren. Um genau zu sein, sind es jetzt maximal mögliche 244 Fluggäste an Bord des A321 mit dieser Option. Ja, und dafür reichen immer noch 5 Flugbegleiter. Das heißt, da muss kein neuer dazukommen, kein zusätzlicher Flugbegleiter. Das ist jetzt natürlich kein weltbewegender Unterschied, schon gar nicht für Fluggesellschaften, die aufgrund ihrer langstreckentauglichen Bestuhlung in diesem Flugzeug eventuell nur mit 180 Fluggästen unterwegs sind. Da reichen dann natürlich auch immer noch 4 Flugbegleiter. Für Fluggesellschaften, die dieses Flugzeug allerdings voll machen, ist das durchaus ein interessanter Punkt. Und auch für die Maschinen, die dann wirklich auf die Langstrecke gehen sollen, die profitieren natürlich dann auch von dem zusätzlichen Platz. Und das könnte durchaus dieses angenehme Extra an Platz sein, was ich gerade eben noch der Boeing 757 zugeschrieben habe. Ich denke, spätestens jetzt habt ihr die Struktur des Videos verstanden. Dadurch, dass Boeing keinen Nachfolger für die 757 in naher Zukunft liefern wird, dadurch gibt man Airbus die Möglichkeit, mit viel Bedacht einen Nachfolger für die 757 aus dem eigenen Produkt heraus zu entwickeln. Die A320-Familie ist damit schon lange nicht mehr nur das direkte Konkurrenzprodukt zur wahnsinnig erfolgreichen Boeing 737, sondern man schaufelt sich mit diesem Flugzeug gerade ganz fleißig den Weg frei in ein absolutes Boeing-Territorium, den sogenannten Middle of the Market. Und so wie es aussieht, könnte man da auch für die nächsten Jahre erstmal konkurrenzlos sein.
Und so können wir diesen interessanten Weg oder diese interessante Entwicklung jetzt aus dem Hintergrund heraus mal ganz entspannt beobachten. Beispielsweise an der eben von mir schon genannten Fluggesellschaft La Compagnie oder wie auch immer sie ausgesprochen wird. Auf jeden Fall, diese Airline bedient ein absolutes Nischensegment, lässt Langstreckenflugzeuge, die keine Langstreckenflugzeuge sind, über den Atlantik fliegen mit einer reinen Business Class. Und dabei ersetzt man jetzt bei dieser Airline die im Schnitt über 20 Jahre alte 757-200 durch den A321neo. Und das funktioniert eben nur, weil diese Fluggesellschaft so ein spezielles, zusammengeschrumpftes Anforderungsprofil hat und nur die Strecke zwischen New York und Paris bedient. Damit gehört diese Fluggesellschaft wohl zu den ersten Airlines überhaupt, die die 757-200 wirklich zu 100% durch den A321 ersetzen können. So, und damit das jetzt auch bei anderen Fluggesellschaften funktioniert und die keine Kompromisse eingehen müssen. Bei Fluggesellschaften, die nicht ein so spezielles und zusammengeschrumpftes Anforderungsprofil haben, die mehr als nur eine Verbindung im Plan haben, dafür geht man jetzt den nächsten Schritt. Und das ist dann der A321LR, der A321 Long Range. Und der ist das erste Mal geflogen im Januar 2018. Diese Maschine darf beim Start 3,5 Tonnen schwerer sein als der Vorgänger. Und das ist ein Zusatzgewicht, das man in Form von zusätzlichem Treibstoff in drei Zusatztanks mit sich schleppen kann. Somit erhöht sich die Reichweite jetzt auf 7400 Kilometer. Das, was hier jetzt passiert, ist nur noch die massive Ausweitung des möglichen Einsatzbereiches für dieses Flugzeug und somit tastet man sich langsam aber sicher an eine richtige 757-Nachfolge ran. Und die um knapp 25% geringer liegenden Betriebskosten des A321LR, die locken jetzt natürlich auch Billigfluggesellschaften auf den Plan, die an mögliche neue Low-Cost-Atlantik-Verbindungen denken. Insgeheim zielt Airbus aber sicherlich auf den amerikanischen Markt. Wirklich treffen tun sie ihn jedoch erst jetzt mit dem A321XLR. Um die technische Umsetzung des Flugzeuges hat sich in den letzten Monaten wahrscheinlich niemand wirklich Sorgen gemacht. Das war eigentlich eine Frage der Zeit, bis Airbus diese Maschine auf den Markt schmeißen wird. Und Airbus startet das Flugzeug, das ab 2023 bei den Fluggesellschaften verfügbare Flugzeug, mit einem weiteren Zusatztank aus im Heck der Maschine. Und das kombiniert mit einem nochmals erhöhten Abfluggewicht um weitere 4 Tonnen, also jetzt ist man mittlerweile angekommen bei einem maximalen Abfluggewicht von 101 Tonne, das ermöglicht dem Flugzeug jetzt eine Reichweite von 8700 Kilometern. Und damit ist man bei der 757-Nachfolge wirklich angekommen. Besonders interessant sind dabei Bestellungen wie beispielsweise die von American Airlines. Die größte Fluggesellschaft der Welt ist heute schon mit knapp 400 Maschinen aus der A320-Familie unterwegs. Jetzt hat man 20 A321XLR neu bestellt und 30 Bestellungen kommen hinzu durch Umwandlung vom A321neo auf den XLR. So, und jetzt wartet man eigentlich nur noch auf Boeings Reaktion in Form einer möglichen 797. Bis diese Option bei den Fluggesellschaften wirklich ankommt, wird es allerdings noch eine ganze Weile dauern. Und bis dahin hat sich der europäische Flugzeugbauer Airbus ohne Zweifel eine nahezu konkurrenzlose Position im sogenannten Middle of the Market erarbeitet. Ja, so viel zu dem Thema. Also, damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren wie immer ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Dann wünsche ich euch allen noch einen entspannten Sonntag. Ich freue mich wie immer über Feedback zum Video. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Beitrag wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.